Hallo Freunde und herzlich willkommen zum vorerst letzten Part der Terra Story hier in Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Wir haben ja hier im letzten Part den Schlüsselschwertfriedhof erreicht und sind jetzt hier in einer Klamm, wo wir sogar schon kurz vor dem Endkampf stehen. Wir müssen jetzt eigentlich ja nur noch diesen Weg hier durchgehen und schon geht es auch gleich sofort los. Ja gut, aber bevor ich ja hier loslege, werde ich erstmal nochmal sicherheitshalber mal prüfen, ob ich hier alles Nötige habe, um jetzt für den Kampf bereit zu sein. Ja, und obwohl ich ja eigentlich ja schon bereits den hier eigentlich ja nett ausprobiert habe, würde ich mal sagen, ich nehme den Windschneider hier raus, weil Schwertfall-Serie mir hier doch in diesem Sinne doch ein bisschen effektiver ist. Magnega brauche ich ebenfalls nicht. Da ja der Gegner, gegen den ich kämpfen werde, ja keine Wirkung dagegen zeigen wird. Also deswegen, ja, wäre es bescheuert, das einfach zu behalten. Naja, stattdessen nehme ich einfach mal hier das hier rein, den Blitzsturz. Hat eigentlich eine ziemlich gute Reichweite, also damit kann man jedenfalls sogar ordentlich Schaden machen. Deswegen nehmen wir das mit rein. Ja, und ich kann erstmal hier aufatmen, denn ich habe jetzt nämlich erstmal noch mal ein bisschen wegen der geheimen Berichte hier nochmal erkundigt. Und jetzt herausgefunden, dass ich den letzten Bericht für Terra hier ja tatsächlich bekomme, wenn ich den Endgegner besiege. Ja, und welcher das ja sein wird, das können wir uns ja schon denken, weil Terra ist ja eigentlich ja im Grunde ja nur hinter Meister Xehanort her, der ja quasi die Dunkelheit über das Land des Aufbruchs gebracht hat. Und ja, und er war sogar auch tatsächlich mit dafür verantwortlich, dass wir Meister Arrakis ja leider besiegen mussten. Und ja, nicht nur besiegen, wir haben ihn ja leider abgemurkst, wenn man es mal wieder ausdrücken will. Ja gut, und deswegen, ja, Terra will ja jetzt dafür ja natürlich auch ein bisschen Rache nehmen und natürlich auch seine beiden Freunde beschützen, die ja ebenfalls ja jetzt wahrscheinlich hier auf dem Weg her sein werden. Zumindest laut Xehanort. Denn er hat ja behauptet, dass Ventus und Aqua ja möglicherweise hier ihr Ende finden werden. Beziehungsweise, dass Terra ja zusehen soll, wie die beiden ihr Ende finden werden. Und natürlich wird Terra das ja verhindern. Und deshalb machen wir uns auf den Weg. Ja, und der Gang ist doch länger, als ich dachte. Beziehungsweise, als ich ihn in Erinnerung hatte. I was told the master was struck down. Yes, that's right. I was stupid and helped Xehanort do it. The master, he tried to hurt Ben. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the Master. I did need to be watched. I went astray. But no more. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Xehanort wants me and Vanitas to fight. Make some kind of keyblade. But the master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But
scares me to death. Even just the thought of it. Relax, man. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to... The three of us can never be torn apart, all right? I'll always find a way. I'm asking you, as a friend, just put an end to me. Lifeless keys used to be full of power, united with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat, as a great keyblade war raged. Countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade!
admirably done. I knew this was a journey you could make. Over the unseen wall that divides darkness and light. And I was not wrong, Terra! My friend, Ven. You tell me, Xehanort. What did you do to him? Why, I did him a favor and freed the darkness inside him. Alas, poor adventurers never had the fortitude for such strenuous trials. Xehanort! Ja, damit ist er wohl doch ein bisschen zu weit gegangen, wenn er sowas behauptet hat. Denn Ventus ist eigentlich stärker, als er eigentlich ja auf den ersten Blick, ja, den Anschein hat. Aber es geht ja nicht gerade hier um Ven, es geht ja nur darum, dass Terra jetzt hier kämpfen muss. Und zwar sogar gegen Vanitas und Xehanort gleichzeitig. Nix da, weich bloß nicht aus, ich warn dich. Wo ist er jetzt? Ja, verdammt. Okay, was ist jetzt los? Wieso ist es auf einmal so hell? You see how powerless you are to save them. Savor that rage and despair. Let it empower you! You will pay, Xehanort. Was my master? No. My father, Eric, is not enough for you? Leave my friends alone! Yes, boy, that's it. More! Let your whole heart blacken with anger! Oh Mann. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, wir machen hier jetzt leider tatsächlich genau das, was Xehanort will. Terra gibt sich jetzt anscheinend so ziemlich allmählich der Dunkelheit hin. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen diese Kraft, um Xehanort besiegen zu können. Alter, jetzt macht er auch noch das hier. Gut, aber es läuft ja ganz gut. Wir haben jetzt zumindest eine ziemlich gute Chance und wir machen noch ordentlich Schaden. Ich glaube, wir gewinnen sogar tatsächlich hier ziemlich schnell. Ja, ich würde mal sagen, Xehanort ist erledigt. Wow, sogar mit einem ordentlichen Treffer. Und gewonnen. Wow, und dafür gibt es sogar noch mal einen kleinen Bonus drauf. Nicht schlecht. You see? The Keyblade has been forged! Ven!
And now, Terra, it is time for the final union! What? At last, our moment is here. Out with the old and brittle vessel, and in with a younger, stronger new one! I swore I would survive, and be there to see what awaited beyond the Keyblade War. And now, it is your darkness that shall be the arc that sustains me! This heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness, and also end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. Your body submits, your heart succumbs. So why does your mind resist? So ist das also abgelaufen. Tja, jetzt sind eigentlich ja zwei Geheimnisse gelöst. Wieso Terra eigentlich ein Kingdom Hearts erstmal verweilender Wille genannt wurde? Denn im Prinzip ist ja jetzt nichts weiteres mehr als ein Geist, der jetzt eigentlich halt von seiner Rüstung noch umschlossen wurde. Ja, und wieso es eigentlich ja dann eigentlich ja plötzlich einen jungen Mann gab, der Xehanort hieß, obwohl es ja bereits diesen Alten da gab. Ja, so ist also tatsächlich der Xehanort entstanden, gegen den tatsächlich auch irgendwann mal Zora gekämpft hat. So, okay, und jetzt geht es ja hier los. Wir müssen ja jetzt hier erstmal Xehanort besiegen, der ja Terras Körper gestohlen hat. Und das wird nicht gerade einfach. Erstens, er ist ziemlich stark, er hat auch nicht gerade wenig HP. Und das Interessante ist ja auch noch, er kann sich insgesamt, glaube ich, mindestens zweimal im Spiel hier im Kampf heilen. Durch Vita-Magie. Aber es läuft ja ganz gut. Komm schon. Verzieh dich. Okay, ich muss irgendwie weg davon dort. Der macht ja jetzt so noch was richtig Fieses. Diesen Meteorangriff. Ja, Tatsache, ich habe es ja schon gesagt, dass er in der Lage ist, ja, sich zu heilen. Okay, jetzt kommt wieder der Meteorangriff. Jetzt frage ich mich eigentlich, kann ich den überhaupt blocken? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Oh, so halbwegs. Wenn ich immer aus allen Richtungen kommen würde, hätte ich das schaffen können.
Lass du mal schön bleiben. Okay, das bringt nichts. Okay, da kommen wieder die Meteoriten an. Oh, shit. Ich sollte lieber in Deckung gehen. Ah, gut, hat geklappt. Alle geblockt. Ah, Mist. Alter, was hat denn der da jetzt gemacht? Okay, da habe ich jetzt gerade schon gemerkt, da hat er mir jetzt gerade eben ordentlich eine gelangt. Naja, das habe ich ja gesagt, der Kampf ist nicht gerade einfach. Da habe ich jetzt leider einen kleinen Fehler gemacht. Los, komm her. Gut, das hat ja auch geklappt. So, komm her, du. Ja, was ist denn jetzt los? Irgendwie hat jetzt gerade mein Content nicht ganz funktioniert. Oh Mann, jetzt hör auf. Mann, fies, fies, fies. Jetzt ist aber Schluss hier. Mist. Shit, ich kann nicht kontern. Oh, super, das Konter funktioniert wenigstens. Aua! Mann, jetzt hat er mich hier von der anderen Seite erwischt. Na super. Gut, dann machen wir was anderes. Erstmal hier seine Attacke ertragen. Na toll, das klappt ja super. Ah, super. Spitzenkonter. Okay, es läuft ja gar nicht mal so schlecht. Könnte natürlich besser laufen. Also ich hoffe mal, ich schaffe den Kampf jetzt hier noch diesmal. Mann, Mann, Mist. Okay, langsam wird's heftig. Aber ich denke mal, er macht so langsam tatsächlich schlapp hier, wie es aussieht. Toll, wieder mal die meisten Attacken nicht richtig geblockt. Ach, gut geschafft. Ja, so langsam haben wir unsere Chance hier, wie es aussieht. Boah, aua.
Das heile ich lieber am besten mal schnell. Gut, ich müsste eigentlich eine gute Position mehr erstmal bekommen, wo ich das alles gut kontern kann. Ah, Mist. Da habe ich irgendwie den richtigen Abstand nicht geschafft. Aber wir haben ihn gleich. Wie es aussieht. Und ja, geht doch, wir haben ihn. Na also, das sogar noch mit einem ganz einfachen Konterangriff jetzt hier nur geschafft, aber was soll's, Sieg ist Sieg und das war gar nicht mal so schlecht. Und wir erhalten tatsächlich Xehanorts Bericht Nummer 11, von Xehanort verfasster Bericht. Aqua. Then, one day, I will set this right. Tja, eines Tages. Natürlich unter der Voraussetzung, dass er vielleicht irgendwann mal seinen alten Körper zurückbekommt. Tja, Freunde, das war tatsächlich also hier die Terra-Story von Kingdom Hearts Birth by Sleep File Mix. Ja, hier kommen jetzt erstmal hier nur noch mal schnell die Credits oder zumindest erstmal eine kurze Zusammenfassung davon, weil die richtigen Credits sind das, glaube ich, noch nicht. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das war die Terra-Story. Allerdings, ja, war das hier quasi erst der Anfang. Also wir haben, sagen wir mal, erst das erste Drittel eigentlich ja dieses Let's Plays erst hier durch. Denn das Spiel hat ja nämlich noch zwei weitere Story-Geschichten drauf. Also, ja, Story-Geschichten, erstmal dieses Wort. Jedenfalls, ja, Aqua und Ventus bekommen ja natürlich auch noch ihre eigene Geschichte, die ich ja dann ebenfalls ja noch hier Let's Playen werde. Ja, kommen hier sogar nochmal zusätzlich die ganzen Namen der, ja, Sprecher hier jetzt eigentlich noch dazu, die ja Disney-Charaktere gesprochen haben. Jo. Dann ja nochmal die Auflistung der dort vertretenen Charaktere, wie es aussieht. Also, na gut, ich, wie gesagt, also hier kommt tatsächlich nur eine kleine, grobe Zusammenfassung zustande. Ja gut, sobald ich jetzt hier eigentlich ja das habe durchlaufen lassen, kann ich ja auch danach sofort speichern und dann eigentlich auch gleich mit der nächsten Story hier anfangen. Zumindest sobald ich ja die Zeit dafür gefunden habe. Sollte aber nicht allzu lange dauern. Also ich denke mal, ich werde das so früh wie möglich machen. Sobald ich ja kann. Ja, gut. Was kann ich jetzt dazu noch sagen? Also fürs eigentliche Fazit ist es ja quasi noch zu früh. Denn das Spiel ist ja schließlich noch nicht fertig, noch nicht ganz bis zum Ende. Deswegen, ja, kann ich eben einfach nicht viel zu sagen, außer erstmal hier wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Also ich hoffe mal, die Terra-Story hat euch eigentlich ja tatsächlich soweit ganz gut gefallen. Also,
ich gebe ja eigentlich ja selber zu, also meiner Meinung nach ist die Terror-Story eigentlich nicht unbedingt gerade meine Lieblingsstory und deswegen, naja. Aber sie muss ja auch mal gemacht werden und eigentlich gehört sie sowieso an erster Stelle, weil Terror ja der Erste war, der ja tatsächlich seine Reise angetreten hat. Deswegen passt es ja eigentlich ja gut, dass ich ja diese Story eigentlich ja eigentlich von allen am wenigsten mag und deswegen, ja, spielst du diese mal zuerst durch, dann hast du es wenigstens schon mal hinter dir und kannst dann die besseren Stories auf jeden Fall dann in aller Ruhe nochmal zusätzlich danach genießen. Ich muss ja aber trotzdem, naja gut, schlecht war sie ja dennoch nicht, also gefallen hat es mir ja dennoch. Vor allem hatte ich ja endlich ja mal Spaß daran, ja jetzt endlich mal wieder so ein bisschen mit den Kommandofusionen zu experimentieren. Das habe ich irgendwie so privat, ehrlich gesagt, nie so wirklich getan. Hier beim Let's Play hingegen, ich weiß auch nicht, da bin ich irgendwie auf einmal so richtig wild darauf gewesen, einfach mal so alles Mögliche auszuprobieren. Und ja, da ist eigentlich auch sogar einiges Interessantes dabei rausgekommen, wie ich fand. Ja, gut. Und anhand der Melodie, die ich ja jetzt hier eigentlich ja noch im Hintergrund höre, würde ich mal sagen, ja, ist das hier jetzt eigentlich so gut wie fertig. Deswegen verabschiede ich mich von euch mal wieder hier. Also vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Story von Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Bis dann und ciao!